Lieber und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Schlag den Gastronomen heißt es heute wieder in Hamburg bei Burger Vision beim einzig wahren Ahmed. Ein bekanntes Gesicht, ein Burger-Profi, von dem ich weiß, dass er gute Burger macht. Deshalb habe ich heute drei Kandidaten ausgewählt aus über 100 Bewerbungen, die wirklich vielversprechend waren und sehr viel auf ihre Burger halten. Darunter auch ein Burger-Breter aus einem Burgerladen, der unter anderem auch Koch ist. Das Format sieht so aus, dass jeder mir einen Burger machen wird. Der beste Burger mit der besten Bewertung gewinnt. Sollte es ein Kandidat sein, gewinnt er 1000 Euro. Sollte es Ahmed sein, gewinne ich und keiner kriegt 1000 Euro. Das bedeutet, ich werde im kompletten Format nicht wissen, welcher Burger von wem ist. Der einzig wahre Ahmed wird auch keinen Burger aus der Karte machen. Ich stelle die Burger-Buns. In diesem Sinne sage ich viel Spaß im Video. Wir sehen uns gleich. Moin Ahmed, moin Jungs. Seid ihr heiß? Richtig heiß. Ja. Aber was hast du dir da eingebrockt? Drei Leute gegen dich heute. War eigentlich anders geplant. Finde ich trotzdem geil. Ja. Drei habe ich mir unter anderem gedacht. Beim letzten Format habe ich ja einen Gastronomen genommen. Den kannte ich nicht. Ich wusste nicht, ob der was drauf hat. Diesmal, ich weiß um dein Können. Und ich dachte, eins gegen eins wäre ein bisschen lame. Drei Kandidaten. Und ich weiß nicht, ob du es weißt. Der eine ist sogar ein Koch und hat als Burger-Breter gearbeitet, auch in einem Laden. Okay. Die anderen Jungs weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht wollt ihr was zu euch erzählen, war? Ja, also ich bin Tom. Ich koche sehr gerne, leidenschaftlich privat. Koche auch zu Hause immer gerne. Und bin selber Zeug von meinem Burger und ich denke, ich kann halt auf jeden Fall dich heute ärgern. Ich bin Maxi, ich koche leidenschaftlich auch immer gerne und ich würde sagen, du lässt dich einfach vom Geschmack überzeugen und dann werden wir sehen. Ja, wirst du meinen Mund überraschen? Auf jeden Fall. Okay. Das ist mein Spruch. Das ist auch mein Spruch. Ach, überrascht. Den habe ich auch geklaut, sage ich ehrlich. Hast du geklaut? Ja, von Two and a Half Men. Geil, ja, hast du noch, der Koch und der Koch, der in Burgerladen gearbeitet hat. Ich bin der Sascha, 34, komme aus Dinklage, bin gelernter Koch, habe auch im Foodtruck gearbeitet in Bremen und ja, ich werde auf jeden Fall überzeugen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, was ich kann und das werde ich euch zeigen. Also kann sich warm anziehen. Stark, stark, stark. Bin sehr gespannt. Also ihr wisst, es geht um 1000 Euro heute, um 1000 Euro. Für alle, ne? nee, nur für die. Also das vielleicht für euch erklärt, es ist kein Turnierformat. Wir machen zwei Leute, braten mir den Burger, den werde ich snacken. Danach kommen die nächsten zwei und zum Schluss der die höchste Punktzahl erreicht hat. Der kriegt dann das Preisgeld. Ich weiß, wie im Intro erwähnt, nicht welcher Burger von wem ist. Eigentlich werde ich nur auf ganz entspannt mich jetzt wieder zurücklehnen. Ihr werdet die Show machen und ich bewerte eure Burger. Ganz einfach. Noch Grüße raus an Hobbs Burger aus Hamburg. Ich habe die Buns von Hobbs bekommen, mit denen alle arbeiten, mit denen hat noch niemand gearbeitet. Das ist das erste Mal für alle, gleiche Bedingungen. Leute, es geht um 1000 Euro. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Also ich mache einen klassischen Cheeseburger mit meiner eigenen Burgersoße und dann einfach noch ein paar karamellisierte Zwiebeln oben drauf. Schön gereifter Cheddar, ja, das ist so mein Plan, womit ich Holly überzeugen möchte. Ich mache auch einen klassischen Smashburger, einfach Zwiebeln drauf, Gurken, etwas scharf und das war's. Hast du aber Angst, weil er kocht ist? Auf keinen Fall. Warum bei dir rote Zwiebeln? Finde ich geschmacklich besser als die weißen. Sind nicht so ganz kräftig scharf, sondern ein bisschen mehr süßliche, wenn man die karamellisiert. Bei dir weiße Zwiebeln statt rote, warum? Sind die besseren, schmeckt besser und kommen in der Soße einfach besser. Gestern hast du mal gemacht. Die Jungs in meiner WG waren überzeugt davon und deren Wort vertraue ich, sage ich mal so. Bei deiner Soße, wie kommst du auf die Soße? Ja, da habe ich lange ein bisschen rumexperimentiert, aber so klassisch Senf, Zwiebel, bisschen Mayonnaise, Gurkenwasser. Das ist so klassisch halt, das ist ein bisschen. Genau, richtig basic, nicht zu übertreiben. Genau, ich habe auch erst gedacht, ein bisschen Chikimiki zu machen, aber basic schmeckt Holle besser auf jeden Fall. Kommst du auf den Puder zu, statt normalen Zucker? Karamellisiert schneller. Schneller flüssig, sag ich mal. We'll be right back.
Oh Jungs, ey. Beide sehen echt fast gleich aus, muss ich sagen, fast gleich aus. Der hier sehe ich schon etwas fettiger. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es richtig drauf haben, wenn ich das sehe. Rein optisch kann man nicht sagen, welcher irgendwie professioneller gemacht ist. Ganz heftige Kruste. Sehr, sehr dünn gesmashed. Diesen richtigen einreduzierten, verstärkten, intensivierten Geschmack. Soße und Käse geht alles unter bei dem Burger. Ganz leicht im Hintergrund. Es muss dezent mit Soßen gearbeitet worden sein. Das ist irgendwie nur, du merkst, da ist was, aber du kannst es nicht ganz genau deuten. Hier viel mehr drauf auf dem Burger auch, wenn ihr euch das anguckt. Da sind Gurken, da sind Soße, ganz anderer Ansatz gewählt. Ein Chili-Cheese-Feeling von diesen Jalapenos oder so. Aber so ein Mix, das ist kein Chili-Cheese-Burger auf keinen Fall. Leichte Knoblauchnote, geile Knoblauchnote. Ganz saftig. Oh, geil. Käse kam ganz dezent rumgeschossen. Ich liebe so Momente im Burger. Du checkst erst nicht, dass es Käse ist, weil es sich so langsam ranpirscht an deine Geschmacksnerven, dass du erst denkst, hä? Was ist denn das? Jetzt habe ich gecheckt, der Käse kommt langsam. Also ich esse gern rein Käseburger, aber es muss immer alles ausgewogen sein. Alle Punkte müssen stark sein, sonst hast du halt einen Käseburger oder einen Ketchup überladenen Burger. Kann geil sein, dann musst du auch ein übelster Fan in die Richtung sein. Als ich den fettigen Boden gesehen habe, bei dem Burger dachte ich schon, scheiße, hat sich da ein Amateur in Anführungszeichen verraten. Als ich da reingebissen habe, hätte ich bei dem mir auf jeden Fall gedacht, dass das der professionelle Burger wäre von jemandem, der mehr Erfahrung hat. Außen sehr hart gesmashed, aber innen kommt der Burger richtig gut jetzt. Hau, hau, hau. Ich dachte am Anfang, das wird eine sehr klare Nummer. Aber ihr Fuchs da draußen, wisst schon, was ihr macht. Aber leicht die Zwiebelnote, hier noch karamellisierte Zwiebeln drin, kommen jetzt auch zum Vorschein. Leichte Süße. Man sieht bei dem auch, der ist von unten kaum gesmashed. Der hier ist von unten sehr gesmashed auch. Beide starke Burger. Der ist jetzt ein bisschen am Schluss Soßen überladen. Egal welcher Burger von wem ist, ich muss auch noch mal sagen, der Achmed nimmt auch einen Burger, der ist nicht in der Karte. Den probiert er aus. Das ist irgendein Special Burger einfach aus seiner Fantasie so, ne? Wir gehen in Runde 2. Ich lehne mich wieder zurück auf ganz entspannt. Ich bin jetzt happy, ich hatte nämlich noch nichts gegessen heute. Und die Jungs können zeigen, was sie können. Viel Glück. Viel Glück. Ich mache einen Chili-Cheese-Burger nach meinem Geschmack, einen Double-Chili-Cheese mit quasi Bacon-Röstzwiebeln. Ich mache aus Bacon, mache ich quasi jetzt so eine Art Topping, ganz klein gehackt. Hier haben wir den auch schon. Also ich mache auch einen Double-Smash-Burger, relativ simpel, aber es sind ein paar Dinge dabei, die das speziell machen. Jetzt fangen wir an, wir schneiden erstmal die roten Zwiebeln in ein paar Streifen, dann machen wir daraus karamellisierte Zwiebeln. Was auch hier der erste Twist ist, wir machen ein bisschen Balsamico rein, braunen Zucker. Es gibt nochmal so eine kleine Extrasüße, finde ich sehr geil. Ich will einfach was präsentieren, was ich persönlich geil finde. Und dann bin ich einfach gespannt, was dazu sagt. Die Meinung dazu reizt mich mehr, als dass ich hier heute gewinne. Wenn der Burger es schafft, dann werde ich den mit Murat, dem Gründer von Burger Vision aus Berlin, überlegen, den in die Karte zu nehmen tatsächlich. Ich bereite quasi schon mal alles vor, dass ich gleich nur noch Fleisch braten muss, stapeln muss, fertig. Also das ist auf jeden Fall ein Rezept, was ich schon mal gemacht habe. Er ist sehr simpel, aber hat zwei, drei Twists drin, die sehr besonders sind und ihn, sag ich mal, aus der Masse herausstechen lassen sollten. Ich bin gespannt, weil man ja immer so hört, Holle hat so einen geilen Gaumen und der schmeckt das alles so gut. Ich werde meine Zwiebeln mit hier Balsamico nochmal karamellisieren und braunem Zucker. Da bin ich sehr gespannt, ob er das schmecken wird. Wenn ja, auf jeden Fall sehr krass. Jetzt kommt der Twist, ein ganz bisschen hier Balsamico drauf. Finde ich passt sehr gut dazu, sind so geile Zwiebeln, feiert man auf jeden Fall. So diesen bisschen süße Kick probiere ich da reinzubringen, finde ich eigentlich sehr geil.
geiles Zwiebel-Schinken-Feeling. Erst diese herbe, angebratene Zwiebel, was jeder kennt, in der Pfanne, in dem Fall auf dem Grill, richtig hart rein. Speck dazu, diese Kombi kennen auch die meisten, super heftig. Leichte Schärfe drin, super saftig innen drin. Diesen Burger wird ein Profi gemacht haben. Super saftig, perfekte Schärfe. Geil, der Käserand hier. Bei dem Burger passt bisher eigentlich alles. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig wegen auch dem relativ hart gesmashten Rand, aber noch nicht negativ bewertet, auf keinen Fall. Also bisher stimmt alles, Zutaten ausgewogen. Das für eine geile Note. Sauwilder Burger, ey. Da habe ich nicht mitgerechnet. Hartes Umami-Feeling. Ich weiß gar nicht, was es war. Chili, süß, sauer. Oh, ob es jetzt eine Paprikanote war, wahrscheinlich nicht. Ganz unbekannter, vermischter Geschmack von den Soßen. Sehr wild. Unglaublich heftiger erster Biss. Zwiebeln, leichte Süße noch drin. Durch Zucker, durch Honig. Weiß nicht, wahrscheinlich Zucker. Egal, wer gewinnt oder verliert. Wir haben hier keinen Verlierer, weil das alles krasse Burger sind hier. War auch richtig riesig gesmashed, ne? Also es wird sauschwer. Die Burger überraschen mich hart. Also da merkt man einfach an die Gastro da draußen. Nimmt mal den Mut zusammen, macht mal was anderes, ey. Überall wird abgekupfert, bei dem läuft gut. Ich mach genauso, bei dem läuft gut. Ich versuche das Gleiche. Ich habe jetzt zwei Burger, die habe ich noch nie gegessen. Wäre ich zu diesen Burgern irgendwo in ein Restaurant gegangen, hätte die gegessen. Auf einmal neue Welt. Wo bin ich hier? Bin ich in Deutschland oder bin ich woanders? Den habe ich hier im Moment gehabt. Hat an so ein deutsches Gericht erinnert. Komplette deutsche Gericht-Vibes einfach. Sind hier schon kranke Burger. Auch da jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob da Kräuter verwendet wurden, geschmort oder so. Ich habe das jetzt auch gemacht. Irgendwas habe ich in frischen Kräutern angeschmort von den Komponenten, dass es nicht im Burger drin ist, aber der nur aromatisiert war, wisst ihr? Wild, wild, wild. Das ist im Begriff von fettig, Burger, ich gönn mir was. Also das wird schwer, Leute. Okay, Jungs, wie ist es euch ergangen? So, Anspannung? Für dich auch alles gut? Sehr stressig auf jeden Fall, aber... Glaube ich. Auch jetzt am Grill hier stehen, unter den Bedingungen? Ja, das meine ich, am Grill stehen auf jeden Fall. Nicht einfach. Anders als zu Hause, ne? Aber ja, 100%, wo man entspannt für sich das macht. Boah. Ach, mir geht dir ein bisschen der Stift? Das heißt, ich habe schon vor der Kamera gesagt, jeder hat einen guten Burger gemacht. Also es war auf jeden Fall nicht amateurmäßig. Nee, absolut nicht. Deswegen habe ich auch direkt gesagt, ist mir das sogar fast egal, wer gewinnt, wer verliert, weil alle haben einen guten Job gemacht. Mir war es wichtig, dass ich einen Burger zeige, der nicht auf der Karte ist, der mich flasht und ich will einfach dazu deine Meinung haben. Okay. Das ist mir wichtiger gerade als dieses unbedingt Gewinn so. Ja, also erstmal nochmal vielleicht für euch. Hier sind die 1000 Euro für den Gewinner. Die werde ich mal nochmal... Ich will aber auch 1000 Euro, wenn ich gewinne. Dann musst du aber schnüffeln jetzt. Nee. Schmeckt das, ja? Okay, die packen wir hier hin. Der erste Burger, der flach gesmashed, kriegt 7,3 Punkte von mir. Das war ich. Oh, das warst du? Das war ich, ja. Oh, Scheiße, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich hätte Haus und Hof drauf verwettet, dass der letzte Burger mit dieser Käsekruste von dir ist. 7,3 Punkte. Oh, Scheiße, ey. Also, der linke Burger, der so eine leichte Chili-Note hatte, ganz fein austariert. Das war ein fleschiger Burger, der richtig, richtig gebockt hat. Zum Schluss ein bisschen zu Soßen überladen. Da muss man ja auch dazu sagen, er war super, super gemacht. Von unten auch. Todessaftig. 8,1 Punkte. Oh! Ich fieber mindestens genauso mit wie die Jungs. Dafür ist ein Kollege von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn er gewinnt. Ich werde 1000 Euro los sein, wenn er nicht gewinnt. Ne? Also ich habe zwischendurch mich in ihn reinversetzt und habe voll Nervenkitzel gehabt. Ja, voll geil. Ich feiere das gerade. So, jetzt haben wir die nächsten zwei Burger. Und einer davon hat leider in einer Hinsicht, das habe ich gar nicht erwähnt, voll reingeschissen. Da ist irgendein grober Fehler unterlaufen, den ihr wahrscheinlich nicht mal bemerkt habt. Nein, ich habe euch. Ich weiß das. Ich kenne deine Spielchen so. Genau. Deswegen nein, natürlich. Nicke schon so. Ich natürlich. Nee, das war alles, oh. Also beide Burger hatten irgendwo leicht eine Sache, die ich verbessert hätte. Aber im Grundsatz, wenn du in eine Sterneküche oder so gehst oder in guten Küchen, hörst du oft, wir gehen ans Limit, wir trauen uns was so. Ne? Das war absolut der Fall. Und da wurde wirklich ans Limit gegangen. Bei diesem Burger ganz leicht Salz übersteuert. Also mit der Konzentration zu leicht reingegangen, aber eine 8,8 Punkte. Also ich zeig's auch nochmal, die ganzen Punktzahlen. Ne? Vielleicht habe ich es eben gar nicht gezeigt, nicht, dass ihr denkt, ich laber Scheiße oder so. So, jetzt bei dem hier. Puh, das war der rechte, der mit der Käsekruste. Also so Umami-Feeling am Anfang killt mich bis jetzt. Noch nie so geschmeckt. Erster Eindruck so, wie man es so schon kennt. Unvergesslich, werde ich mich ewig dran erinnern. Ein bisschen wie der erste beste Burger Deutschlands, den ich gekürt habe. Damals da warst du auch dabei in Dings. Hat irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Er hat mich an den erinnert. Oh.
leichte Kräuternote. Ich weiß nicht, ob da aromatisiert war drin. Der hat den Fehler gehabt, Süße leicht übersteuert an einer Stelle. Und zum Schluss war keiner von den beiden Burgern besser oder schlechter. Es konnte nur ein Bauchgefühl sein. Und ich habe diesem Burger 8,9 Punkte gegeben. 0,1 Punkte mehr. Jetzt kann der vortreten, der diesen Burger gemacht hat. Nein! Scheiße! Jawohl! Schafft, ey. Jungs, war sehr geil gewesen. Oh, krass. Krass. Glückwunsch, Dankeschön, Glückwunsch. Dankeschön. Oh, scheiße, ey. Beide übelst heftig gewesen. Übelst heftig gewesen. Scheiße, ey. Ja, dann die 1.000 Euro für dich, mein Lieber. Oh, na, du gehst in die zweite Runde um 3.000 Euro. Gegen einen Abonnenten, der sich von euch bewirbt. Oder gegen noch einen Gastronom um 5.000 Euro. Ich erhöhe nochmal. Oder um noch einen Gastronom um 5.000 Euro. Komm, holt mir den Gastronom ran. Oh. Er macht es. Er macht es. Scheiße. Du gehst echt rein? Ja. Ja, komm, machen wir. Oh, scheiße, ey, Mann. Ich wollte eigentlich nur auf dicke Hose machen. Jetzt Konto leer am Ende des Monats. So eine Scheiße, ey. Ach, Mann. Heftiger, ganz heftiger Burger. Wirklich, muss ich sagen. Sehr gut. Auch guter Burger, auch guter Burger. Also für euch ganz wichtig auch. Ahmed hat dir viel Zeit geopfert. Kunden hier müssen warten. Burger Vision für Smash Burger. Kann ich nur sagen, für mich die Nummer 1 in Hamburg, was Smash Burger angeht. Unbedingt vorbeikommen bei Ahmed. Vielleicht kommt ja auch demnächst noch was Neues. Man weiß es noch nicht hier in Hamburg von Ahmed, ne? Ja, Kuss an euch alle. Danke fürs Dabei sein. In dem Sinne, jetzt kommen die nächsten Kunden rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommentieren, abonnieren und einmal ein Like da lassen. Kuss, Kuss. Schönen Tag noch.